So, herzlich willkommen auf dem Kanal. Heute sind wir wieder bei der Fläche, was wir vor 3 Wochen eingesetzt haben mit der Sämaschine. Ist ein schöner Bestand wieder. Jetzt wäre natürlich Zeit, einen Schröpfschnitt zu machen, dass den Samen, was wir gesät haben, auch schön an- und aufkeimen kann. Sieht man schon einiges an Klee. Natürlich sind auch einige Unkräuter wie Spitzwegerich oder Ampfer sind auch einige. Da wäre es gut, wenn man wieder einen Schnitt macht, dass eben das Nachgesäte schön aufgehen kann. Weil von der Witterung her passt es ja schön. Es regnet immer, hat eine gute Temperatur. Es steht schon ziemlich dicht jetzt. Also schön, Boden ist schön bewachsen und bedeckt. Ist ja auch, wenn jetzt der Samen nicht, sagen wir jetzt ein Drittel, wächst nicht an. Das Striegeln ist generell gut für den Boden. So wie gemeine Rispe oder die alle, was den Boden bedecken und dann Platz für Unkräuter geben, ist das ja alles vorbeugend schon, die Striegeln alleine schon. Ja, da wurde jetzt seit dem Einsehen nichts gedüngt, also keine Gülle, kein Kunstdünger, kein Festmisch, nichts ausgebracht. Ja, ich muss sagen, für Mitte September ist das ganz passabel. Das ist jetzt da der 4. Schnitt, was da jetzt wächst. Im Vergleich, da hier wird nichts gegüllt im Sommer, weil das ist ein Brunnenschutzgebiet. Das ist jetzt, wie alt ist das jetzt? 10 Tage circa. Das wurde auch nachgesät. Da sieht man da die ganzen Lücken im Bestand. Das ist immer, wenn es um Unkräuter geht, sehr nachteilhaft. Aber da wird man jetzt nicht viel sehen. Da einiges, ja, da kommt schon was. Die ersten versuchen schon zu keimen von der Nachsaat. Das ist also eine Dauerwiesmischung mit Klee und so weiter. Sieht man schon, dass in den Lücken kommt ein Grün durch. Das ist genau das, was wir wollen. Als erstes gibt es auf die Fläche viel mehr Futter. Und das richtige Futter. Ja, das ist jetzt, die Fläche ist circa 1 Hektar groß. Da haben wir letztes Jahr, waren das im ersten Schnitt, glaube ich, 25 Siloballen. Dieses Jahr haben wir im ersten Schnitt heu gemacht. Das waren circa 35 Ballen Heu pro Hektar hier. Das war schon etwas älter im ersten Schnitt, weil wir für die Pferde, großteils für die Pferde, Heu gepresst haben. Und zweiter, dritter Schnitt war dann Silage. Ja, jetzt lassen wir das noch bestimmt 3 bis 4 Wochen stehen und dann schauen wir uns das nochmal an, wenn gemäht wird, wie das Futter geworden ist und wie die Nachsaat gekeimt hat. Aber wie man hier gesehen hat, kommen schon die ersten nach 10 Tagen circa. Aber 2 Wochen brauchen sie, weil sonst ist einfach zu früh noch. Das ist jetzt der Stall. Auf mehrfache Nachfrage
Schauen wir uns den mal von innen an. Los geht's. So, da ist der Melkraum noch in Arbeit. Wird noch sauber gemacht und gemahlen, die Decke. Das ist alles so wieder aus, wie es gehört. So, doch mal einen Riesenstall, einen extrem großen. Nein, ist ganz was Kleines. Circa 20 Stück am Platz. Ja, ist für unsere Struktur. Die Größe ist ganz normal eigentlich. 10 bis 20 Kühe hat bei uns im Schnitt jeder. Ja, hier sind dann noch die Kälberboxen. Geht's rauf in die Scheune. Sonst gibt's da eigentlich nicht viel zu sehen. Da steht noch die Presse hier. Und dadurch, da oben steht noch die Wiesenecke und da hinten parkt der 6020. Okay. Ich würde sagen, das war's soweit. Machen wir vielleicht nächstes Mal ein Video, wenn die Kühe da sind. Die sind momentan auf der Alm, die kommen in circa, ja, 2 Wochen. Dann sehen wir uns dann noch mal wieder im Stall. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal.